Schulter, 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 Schulter. Vermutlich kann es niemand mehr von euch hören. Genauso wenig wie ich. Zumindest auf dem Kanal hier. Zumal ich seit 3 Jahren keine Probleme mehr hatte mit der Schulter. Ändert aber leider nichts daran, dass Menschen immer Schulterprobleme haben werden. Manche chronisch, manche temporär. Warum? Weil die Schulter ein fucking empfindliches Gelenk ist. Um es genau zu sagen, das empfindlichste Gelenk unseres Körpers. Diese Bewegungsfreiheit hat einen extrem hohen Nachteil. Die Schulter fliegt gerne mal aus der Gelenkpfanne. Das kann daran liegen, dass deine Schulter schon immer empfindlich war oder eine Tendenz hatte, auszukugeln. Es gibt tatsächlich Menschen, denen kugelt die Schulter täglich aus. Das heißt, es gibt Personen, die eine Veranlagung dazu haben. Andere haben einen extrem harten Unfall, der die Schulter aus der Gelenkpfanne schießt. Andere haben einen leichten Unfall. Und der Winkel passt eben einfach, um die Schulter in eine instabile Seitenlage zu bringen. Was auch immer deine Schulter gerade quält oder gequält hat. In diesem Video möchte ich dir die Schulterbandage von der Firma Liat vorstellen. Für einen absolut soliden Preis liefert Liat hier eine Bandage mit einem Schlupfloch, durch das der Arm geführt wird. Zusätzlich befestigt man 3 Schlingen um Schulter, Rücken und Brust. Das Anbringen der Bandage ist hierbei auch keine Kunst und nach ein paar Mal Anziehen auch schnell passiert. Quasi idiotensicher sind auf den einzelnen Schlingen die Zahlen 1 bis 3 aufgedruckt worden. Die Reihenfolge soll dabei helfen, alles ohne Verwirrung und mit richtiger Spannung festzukletten. Doch bevor es zu Nummer 1 geht, führt man erst seinen gewünschten Arm durch das Schlupfloch des Schulterprotektors. Vor dem Kauf sollte man auch darauf achten, die richtige Bandage zu bestellen. Also nochmal prüfen, welche Schulterseite bei euch Unterstützung möchte, bevor ihr den Artikel in den Warenkorb hinzufügt. Bei einer Körpergröße von 1,86 trage ich die Größe LXL. Als nächsten Schritt verfrachte ich die Schlingen 2 und 3 hinter meinen Kopf. Diese hängen also vorerst hinter meinem Rücken. Nach einem kurzen Griff auf der Suche nach Schlinge Nummer 1 ziehe ich diese nach vorne und klette sie mit gewünschter Spannung und Höhe fest. Danach nehme ich mir Nummer 2 und ziehe diese in meinem Fall unter dem linken Arm nach vorne durch. Schlinge Nummer 3 befestige ich darüber. Zum Abschluss befestige ich das Klettband am Schulterkopf. Nun kann man auch noch Spannung und Position anpassen. Besonders auf dem Trail muss man nochmal schauen, dass man ein gutes Gleichgewicht aus Schutz und Komfort findet. Dieser Schutz war für mich tatsächlich life-changing. Bei sehr hohem Sicherheitsgefühl und trotzdem gleichbleibendem Komfort ist mir der Wiedereinstieg in den Sport extrem gut gelungen. Mittlerweile trage ich den Schutz übrigens nicht mehr. Irgendwie nach 2 Jahren Benutzung wollte ich einfach wieder, dass die Schulter sich frei entfalten kann. Und auch ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass nach so vielen Fahrten, also nach 2 ganzen Bike-Saisons, die Schulter sich so ein bisschen eingeengt gefühlt hat und sich auch nicht mehr wirklich entwickeln konnte und dadurch ein bisschen so in eine Schutzhaltung geraten ist. Für Leute mit Schulterproblemen oder Verletzungen kann ich das Teil wirklich wärmstens empfehlen. Ich kenne wirklich derzeit kein besseres Tool für den Einsatz, besonders wenn man sich die Schulter ausgekugelt hat, in meinem Fall. Negativ ist mir aufgefallen, dass der Schutz sich nach der Zeit so ein bisschen ausleiert und dadurch ein bisschen verrutscht und auch die Klettbänder etwas an Haftung verlieren. Aber 2 Saisons sollte das Teil bei euch auch easy mitmachen. Wenn ihr jetzt noch Tipps habt oder vielleicht sogar bessere Tools oder Bandagen kennt, lasst gerne mich oder auch die anderen, alle anderen, in den Kommentaren wissen. Ihr könnt damit echt viel weiterhelfen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Stay in touch und ciao.